Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Ponyfeather Horses. Willkommen mal wieder zu einem Repaint Update, dem Repaint Update Teil 2. Und zwar zeige ich euch heute mal wieder meine Schleichrepaints und Casts. Und den Anfang starten hier wieder Hunde. Und zwar den einen kennt ihr ja noch aus dem Video, also aus dem vorherigen Repaint Update. Und zwar ist das Sam, Courageous Sam, das schwarze Streuner. Und der nächste, das ist natürlich nicht noch eine Kopie von Sam in der laufenden Art, sondern das ist Perro. Das erkennt man vielleicht hier an seinem braunen Auge. Ich kann hier mal kurz vielleicht etwas näher ranzoomen. Da seht ihr es, seine zweifarbigen Augen. Genau, das ist so Perros Markenzeichen. Ansonsten hat er auch den Fleck am Bauch, den ja auch Sam hat. Also sie sehen sich sehr identisch, nur die Augenfarbe ist halt, wie gesagt, anders. Ansonsten hier mein kleiner Sam, der einfach nur ganz einfach gemacht wurde. Und dann an der Nase und an den Augen ein bisschen angeglosst wurde, aber ansonsten wurde da nicht viel verändert. Wenn ich es mal so sagen darf. Also wenig Schattierung. Ja, dann fangen wir mal da an, wo wir im letzten Repaint Update aufgehört haben zu erzählen. Und zwar war das ja damals noch ein Work in Process. Das hier ist Genickwar, wie ich ihn getauft habe. Das ist das Geburtstagsgeschenk von mir für meine Schwester. Und jetzt werdet ihr sehen, warum er überhaupt auch Knickor heißt. Bam, bam, bam. Ihm ist ein Ohr abgebrochen. Er ist anscheinend irgendeinem von uns vom Tisch gefallen, als meine Schwester ihn ausgepackt hat. Und dann ist irgendwie das Ohr abgebrochen. Also, ich verstehe das nicht so ganz, aber egal. Auf jeden Fall habe ich ihn bis jetzt noch nicht gecastet. Auf jeden Fall werdet ihr ihn wahrscheinlich auch im nächsten Repaint Update sehen. Weil ich werde auf jeden Fall nochmal sein Ohr behandeln. Weil das sieht ja, ich kann ihn ja nicht so ins Regal stellen. Also muss ich da sein Ohr nochmal casten und ihn dann am Ohr nochmal komplett nochmal anbemalen. Er ist wohlgemerkt mein zweiter Fuchs gewesen und dafür finde ich ihn wunderschön. Er ist besser als mein erster Resi. Den kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Repaint Update. Und ja, wie gesagt, das ist Knickohr. Ich kann ihn euch ja mal kurz drehen. So sieht die Scheckung auf der anderen Seite aus. Er ist bei mir jetzt ein Trakehner, also als Trakehner gemeldet. Da ich finde, ja, das passt eigentlich sehr gut als Trakehner. Es ist auf dem Ibizana-Fohlen, das es ja zurzeit noch zu kaufen gibt, dem schwarzen. Und ja, hohe Abzeichen hinten, zwei hohe, also beziehungsweise ein ganz hohes und ein so etwa niedriges. Und hier noch so eine Blässe, die sich extra meine Schwester gewünscht hat. So, sieht man die jetzt so? Ja, auf jeden Fall der kleine Knickohr und ich liebe seine Bemalung. Die ist echt bei mir sehr gut gelungen und hat braune Real Eyes. Dann kommen wir hier zu einer Katze. Das hier ist auf dieser Hauskatze eine schwarze mit einem weißen, mit einer weißen Brust und einem weißen Bauch, weiße Pfoten, also weiße Tatzen. Ja, das hier ist, sie hat gar keinen Namen, weil ich mich nicht entscheiden kann, aber ich wollte sie gerne Henry nennen, weil so hieß die alte Katze meiner Mutter. Und wenn wir hier mal hochgehen, dann seht ihr auch, dass die Scheckung hier bis zum Bauch so verläuft. Also es ist nicht das beste Repaint. Sie hat auch ein Halsband, was nicht so schön aussieht. Da wollte ich eigentlich noch eine Glocke ranhängen, aber egal. Auf jeden Fall ist sie nicht das schönste Repaint. Ich weiß, sie hat gelbe Real Eyes. Ja, aber ansonsten finde ich sie eigentlich ganz süß. Vielleicht bekommt sie mal irgendwann mal ein Makeover oder halt, dass ich sie nochmal bemalen werde. Weil so wie sie jetzt ist, gefällt sie mir halt noch nicht so gut. Aber nun gut, das ist ja halt dieser Henry alias No Name. Die kleine Katze. Jetzt kommen wir mal zu einem Pferd, das meine Hanufohlenkonga um ein Stückchen abgerundet hat, beziehungsweise es nochmal einen Schub nach vorne gegeben hat. Denn jetzt habe ich so ziemlich einen meiner Träume erfüllt, den ich mir schon lange erfüllen wollte. Und zwar, es ist ein Pferd mit Base und es ist, wow, ein Steiger. Genau, ich habe mir einen Steiger auf dem Hanufohlen gecastet und ja, wie man sieht, etwas klumpig geworden, aber das hier ist Coolplay, wie er auch auf seiner Platte steht. Der Name ist mir einfach so eingefallen. Ich weiß gar nicht mal, woher er stammt. Also, ich weiß nicht, von welchem Namen ich das habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich aus irgendeinem SSO-Video mir den rausgepickt habe.
Aber nun gut, er ist ein Appaloosa. Ich finde seine Schabrackencheckung wunderschön. Ich bin noch nicht so im Stichelhaar-Modus, also nicht wundern. Hier geht die sogar ein bisschen in den Schweif rein. Hier die ganzen Pünktchen. Er ist braun und hat hier auch noch ein Abzeichen. Und diesen Stern, das andere Hanuvoll ja auch hat. Das habe ich irgendwie, weiß nicht, aus Zufall irgendwie übernommen. Ja, und hier hat er halt auch eine Base mit Sand. Hier kann man das so sehen. Das ist echtes Sand, also echter Sand. Habe ich mir von meinen Vögeln stibitzt. Braune Real Eyes und wunderschöne Crunchy Farbe. Also er ist echt zum Anbeißen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er hat eine wehende Mähne bekommen. Hier einen Schopf. Ich sollte ihn mal so drehen. Hier eine wehende Mähne. Und er ist echt wunderschön. Also ich liebe ihn total. Und ja. Er war auch mein erster Extreme Cast. Und auf ihn bin ich deshalb auch sehr stolz geworden. Er wird mich auch niemals verlassen. Niemals. Niemals. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den ein paar Work-in-Process-Tierchen, weil ich bin eigentlich gar nicht in Repaint-Stimmung zur Zeit gewesen. Und deshalb sind auch so wenige Tiere fertig geworden oder fertiggestellt worden. Denn ich habe mich zurzeit mehr aufs Basteln konzentriert. Weil ich habe da so manchmal Phasen, da konzentriere ich mich zum einen mehr aufs Basteln und zum anderen mehr aufs Repainten. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen, komischerweise, weil dann vernachlässige ich irgendwie das andere ein bisschen. Aber nun gut, hier kommen wir zu einem Pferd, was ich auch vor kurzem fertiggestellt habe, aber vor langem, langem, langem gekastet habe. Und zwar ist das mein kleiner Kursosa. Er ist noch nicht ganz fertig, aber zu diesen Punkten kommen wir noch gleich. Das hier ist Kursosa. Ich habe ihn, wie gesagt, auch auf dem Hannofohlen gemacht. Da ich das finde, dass das Modell einfach gut passt, von der Haltung her. Und da habe ich den Kopf ein bisschen ramsiger gemacht, weil Kursosa ist ein Andalusier. Vielleicht kann man das hier so sehen. Dann habe ich den da oben ein bisschen ramsiger gemacht, damit es auch ein bisschen hengstlicher aussieht. Er hat keine Real Eyes, da das Briar ja auch keine Real Eyes hat. Er war weiß grundiert und alles, was ihr hier seht, das ist alles Pastellkreide. Also. Das da, das ganze Braun, das ganze Schwarz, das ist alles Pastellkreide. Außer halt Mähne und Schweif und die Abzeichen. Aber ich habe das bei so vielen YouTubern auch gesehen, dass die ihre Pferde weiß grundiert haben, dann einfach aufpastelliert haben und es dann auch voll gut aussah. Also ich wäre niemals, wenn ich das Pferd nicht kennen würde, ich wäre niemals drauf gekommen, dass das Pferd mal weiß grundiert war. Weil er ja auch ein Schimmelchen war, also ein Schimmelchen ist. Das ja gerade beim Ausschimmeln ist, dachte ich mir, das wäre ja besser, wenn ich dann die Beine damit auch so machen könnte. Er hat ja auch sein Brandzeichen hier an der Seite hier, was ich ein bisschen verwuchst finde, aber egal. Ja, warum ist dieses Tierchen eigentlich noch ein Work in Process? Progress. Weil die Mähne noch nicht ganz angemalt ist. Sie ist schon ein bisschen schwarz angedeutet, aber es gibt einige Stellen, die ich mal näher an die Kamera holen werde. Wahrscheinlich werdet ihr es jetzt nicht sehen. Für euch sieht das Viech jetzt ganz fertig aus. Aber hier ein bisschen braun immer noch. Also die Farbe deckt noch nicht ganz richtig. Da muss ich noch hingehen. Und ich habe ihm auch ein Halfter angelegt, was eigentlich für ein Trottilas war. Und dann zum Coolplay übergewandert ist. Und jetzt gehört es auf einmal Kursose. Weil das Sprayer bei mir auch das gleiche, so auch ein schwarzes Halfter hat. Und er wird auch demnächst beim Sprayer stehen, wenn er soweit fertig ist. Ja, genau. Das war mein Kursosa. Hier nochmal die andere Seite. Könnt ihr auch gerne auf Pause drücken. Natürlich sein Abzeichen, was ich auch total schön gelungen finde. Und hier, er wurde auch umgekastet zum Hengst. Und hier habe ich die Schrift weggemacht, was mir eigentlich auch sehr gut gelungen ist. Ja. So, das nächste Work-in-Progress-Tierchen ist dieser kleine Racker hier. Das sollte eigentlich im PAE werden. Auf dem Haflingerfohlen. Er ist auch noch ein Work-in-Progress-Tierchen. Und ich habe auch eine Vorlage, und zwar ein Pferd, was einer Freundin von mir gehört. Die haben ein PAE. Und wahrscheinlich werde ich ihn auch schenken, weil ich nicht so große Verwendung für ihn habe. Aber er muss noch ein bisschen dunkler schattiert werden, denn mit der schwarzen Mähne sieht man, dass er mehr so ein dunkelbrauner jetzt geworden ist. Aber was ich an ihm liebe, sind seine Real Eyes. Und seine Hufe sind auch noch nicht ganz fertig. Und wie man sehen kann, ist der Schweif auch noch nicht bemalt. Also an dem Tierchen gibt es noch viel zu machen. Und den werdet ihr dann wahrscheinlich auch fertig im nächsten Repaint-Update sehen. Und was mir auch mal passiert ist, ist, dass er mir dann wieder in braune Farbe gefallen ist.
als ich ihn gerade fertig schattiert hatte. Und ja. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht bei diesem blöden Licht. Ich drehe mal kurz um. Ich weiß wirklich nicht, ob man das so gut sehen kann. Aber er ist dann mal in braune Farbe und das habe ich jetzt Gott sei Dank gut ausbessern können. Und ja, darauf bin ich auch sehr stolz. Ja. Und ihn werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Repaint Update zu sehen bekommen. Fertig bemalt. Dann zum Schluss rundet das hier alles nochmal einen Checker ab. Das hier ist die süße Tibi. Nicht wundern über den Namen. Sie habe ich grundiert, als wir so einen Film über diese. Das war so ein Urwald oder weiß nicht, so ein Tibi. Auf jeden Fall hieß das Tibi und dann dachte ich mir, ich muss sie Tibi nennen, weil sie mit der Scheckung auch so frech aussieht und alles. Und ich liebe das Isländer-Modell. Also daher, das hätte auch wirklich sehr große Konga-Potenzial. Also ja. Die Vorderhufe sind fertig angemalt und schattiert. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Hinterhufe. Und die Mähne muss noch richtig angemalt werden. Und der Schweif und die Augen werde ich wahrscheinlich nochmal erneuern. Weil die gefallen mir bis jetzt noch nicht. Dann drehen wir sie mal um. Und hier läuft dann auch noch meine Scheckung. Die läuft hier unterm Bauch entlang. Also. Diese Scheckung hier, die läuft einmal um den ganzen Bauch rundherum. Und die Scheckung deckt natürlich auch noch nicht richtig besonders in der Mähne hier. Da muss ich auch noch mal rangehen. Und das Auge gefällt mir zurzeit gar nicht. Also, das ist echt das Schlimmste an ihr. Weil das einfach nur sehr creepy-mäßig aussieht. Also das muss ich nochmal ein bisschen vergrößern. Und dann hat sie hier nochmal eine kleine Schnippe, die auch ein bisschen rosa-pink anschattiert wurde. Und sie ist halt ein Braunschicke, wie man hier an ihren Schattierungen erkennen kann. Aber mit dem Licht ist natürlich, naja. Okay, das ist die kleine Tibi. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Und schaut doch gerne auch auf Insta vorbei, denn da heißen wir Pony-Pferde-Horses. Alles klein geschrieben. Und ja, da werdet ihr immer vorgesorgt, wenn irgendein Repaint-Tutorial zum Beispiel kommt oder so. Oder welches Video zum Beispiel kommt. Heute konnte ich leider keine Ankündigung machen, da ich erst sehr spät mit diesem Video fertig geworden bin. Da ich unter der Woche einfach zu wenig Zeit hatte. Und hoffentlich gefällt es euch trotzdem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch hoffentlich nächsten Freitag wieder. Ciao!